Machen Sie doch schneller! Wie weit ist denn das noch? Wir sind gleich da. Lukas, wie geht's meiner Tochter? Heike! Lukas! Sag mal, hast du heute noch was Großes vor? Ja, wir sind jetzt quasi eine Familie, ne? Ja. Warten Sie! Wie geht's, Sarah? Sind Sie der Vater? Ja, ich bin der Vater. Kann ich mal was tun? Bleiben Sie mal ganz ruhig. Am besten, Sie bleiben hier auf dem Flur. So wie das Baby da ist, werde ich Sie holen. Da kann sich ja jedes Mädchen so einen Jungen wie Lukas wünschen, weil wie der sich jetzt schon kümmert und wir sind eine Familie. Es gibt ja andere, die wollen da gar nicht dazu stehen oder würden erstmal so, was ist da los? Nee. Also ganz toll. Super Typ. Ich kann hier kein Blut sehen. Aber so aufgeregt. Ich sehe den Kopf. Was ist denn los? Was ist denn? Pressen, nochmal pressen. Jo! Und da ist es, alles klar. Es ist geschafft. Oh. Ich habe sie ganz toll gemacht. Ein kleines Mädchen ist es geworden. Was ist denn mit dem Kind? Kann ich es sehen? Der Arzt muss es noch von der... Ich will es aber jetzt sehen. Nein, er muss es noch von der Käseschmiere befreien und für die Reflexe testen. Ich will es aber jetzt sehen. Ja, gleich. Nur noch einen kurzen Moment. So. Da ist es. Ihre kleine Kara. Nein. Das ist doch nicht mein Kind. Das kann nicht sein. Nein. Glaub's nicht. Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Situation, in der Sarah jetzt ist, also wenn du das erste Mal dein Baby siehst, was aus dir rausgeschlüpft ist und du schreist dann, das ist nicht mein Kind. Also ich bin jetzt sehr gespannt, warum es nicht ihr Kind ist. Hat es zwei Köpfe oder ich weiß es nicht. Schatz, was ist los? Wieso weinst du denn? Ist alles in Ordnung? Okay? Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Sie ist schwarz. Sie ist schwarz. Also man muss sich mal in Lukas Lage versetzen. Lukas hat blaue Augen. Lukas ist hellhäutig. Die Mutter ist jetzt auch hellhäutig. Und das Kind ist schwarz. Die Tochter ist schwarz, ist super süß, ganz lieb, kann aber leider nicht von Lukas sein. Und das muss ich sagen, das ist der Wahnsinn. So, wir müssen jetzt mit der Kleinen noch zu Nachuntersuchungen. Wieso ist das Baby schwarz? Hauptsache es ist gesund, egal ob schwarz oder weiß. Ist das so, ja? Aha. Ich fahre den ganzen Tag mit meinem LKW durch Europa, um Kohle nach Hause zu bringen. Und du hast nichts Besseres zu tun, als mit einem anderen rumzuvögeln. Ist das dein Ernst? Das stimmt doch überhaupt. Meinst du, mir fällt das nicht auf? Guck dir doch die Farbe an. Lukas, glaub mir, da ist nichts passiert, weil ich bin... Nichts passiert? Ich bin doch nicht farbenblind. Du warst der Einzige, mit dem ich geschlafen habe. Glaub mir doch. Was, Lukas? Vielleicht gibt's dafür eine Erklärung. Was für eine Erklärung? Erklär's mir. Sie hat mit dem anderen rumgepoppt. Meinst du, ich merke das nicht? Das stimmt aber nicht. Bitte glaub mir. Weißt du was? Das war's. Nimm mal mit. Sarah. Oh, bitte. Das tut mir so leid. Ich weiß, dass du ihn nicht betrogen hast. Also Sarah, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist der Wahnsinn. Also das Kind ist schwarz, keiner von euch beiden ist schwarz. Und du erzählst aber trotzdem, dass ich mit keinem anderen Mann oder du hast mit keinem anderen Mann geschlafen. Das sind Sachen, okay, du denkst jetzt, du kannst dich so schützen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht es jetzt nicht besser. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Was suchst du da eigentlich? Ich suche ihr Tagebuch. Da muss irgendwas drinstehen. Irgendein Beweis. Ah, da ist es. Ich hätte doch gelacht, wenn ich da nicht irgendwas finde. Love, John. Das ist der Typ. Guck's dir an. Guck dir den Typen an. Das Baby ist von ihm hundertprozentig. In Love, John. Sie hat mal erzählt, sie hat einen Freund, der John heißt. Alles klar. Weiß sie Bescheid? Ich bin dir so dankbar, dass du so schnell kommen konntest. Du glaubst nicht, wie schlecht es mir gerade geht. Wirklich. Komm, ist doch klar. Ich bin ja deine beste Freundin. Dafür bin ich doch da.
Ja, aber ich glaube, reden müssen wir schon noch. Weil wenn ich Kara so anschaue, ich meine, sie ist halt schon etwas sehr dunkel. Und ich kann Lukas schon irgendwie verstehen, weißt du? Das Baby ist schwarz und ich meine, du bist weiß. Sag mal, da war doch dieser John. Diesen Afroamerikaner. Meinst du, Lukas ist wirklich der Vater? Ist es dein Ernst? Meinst du, da bist du dir sicher, dass du nichts mehr mit dem hattest? Ich meine, mir kannst du es ja sagen. Ich bin doch deine beste Freundin. Ich verspreche dir auch, ich sag's niemand. Kate, ich habe mit John vor 2 Jahren Schluss gemacht. Seitdem habe ich ihn weder gesehen noch mit ihm gesprochen. Wie soll er da bitte der Vater sein? In der Beziehung zu Lukas hatte ich nie was mit einem anderen Mann gehabt. Nie. Im Krankenhaus. Sarah lebt ja komplett in einer Lüge, das ist ja das Nächste. Also sie redet sich da komplett etwas ein. Es kann nicht sein, dass ein Kind diese Hautfarbe bekommt, wenn beide Eltern hellhäutig sind. Also es ist, oder man muss es ihr lassen, sie hat ein Wunder vollbracht. Das kann natürlich auch sein, aber ich denke eher nicht. Wieso glaubt mir denn niemand? Wieso glaubst du mir nicht? Wir werden schon die Lösung finden, bin ich mir ziemlich sicher. Nur wie? Digga, entspann dich mal. Was machst du da? Wieso entspannen? Ich schmeiß sie raus. Wonach sieht's denn aus? Willst du sie also auf einmal rauswerfen? Was fragst du noch? Der ist wieder verloren. Das ist meine Wohnung. Weißt du schon, dass es ein bisschen krank ist, was du hier abziehst? Bist du jetzt auf meiner Seite oder was? Ich bin nicht auf deiner Seite, Digga, aber... Und alles im Müll. Du fühlst dich auch wie ein Irrer, Digga. Komm erst mal runter. Mann, das ist nicht heftig, Alter. Das ist genau das Richtige. Sie hat hier nichts mehr verloren. Dann schießt du da, hilf mir. Digga, ich geb dir recht, dass sie hier nichts verloren hat, aber das ist krank. Wir trinken jetzt ein Bier und dann kommen wir erstmal runter. Krass, ich glaube, du machst es nicht, oder? Sie hat mich betrogen. Krass, das ist meine Wohnung, ja? Meine Wohnung und nicht ihre. Geht jetzt raus. Wir brauchen einen Vaterschaftstest. Ja, das ist doch eine gute Idee. Wenn ich so denke, wie Lukas gerade durchdreht, er macht es nie mit. Ja, aber was anderes bleibt uns einfach nicht mehr übrig. Aber sag mal, erinnerst du dich an die eine Serie? Und da war doch irgendwas mit einem Vaterschaftstest und einer Zahnbürste. Stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern, an die Zahnbürste. Kate, wir müssen das machen, das wäre eine richtig gute Idee. Sarah liegt richtig. Speichelreste auf einer Zahnbürste reichen aus, um die DNA des Benutzers zu ermitteln. Durch einen Abgleich mit dem DNA-Profil des Kindes kann die Vaterschaftsfrage dann einwandfrei geklärt werden. So ein Test kostet ca. 140 Euro. Er wird aber nur dann offiziell anerkannt, wenn er zuvor von einem Gericht angeordnet worden ist. Das Problem ist aber, ich werde hier die Tage nicht mehr wegkommen. Könntest du vielleicht... Dafür bin ich doch da. Wir machen das so. Ich gebe dir die Schlüssel und... Du gehst dann schnell in meine Wohnung. Weißt du, wenn Lukas nicht zu Hause ist? Ich glaube, morgen früh ist er nicht da, deswegen... Mhm. Ich könnte dir die Schlüssel geben, dann könntest du schnell in die Wohnung rein, die Zahnbürste holen und dann schnell raus. Vorsichtshalber auch klingeln. Wenn jemand aufmacht, dann gehe ich rein und zack. Das wäre super lieb von dir. Machen wir das so? Okay. Okay, super. Ich bin dir so dankbar, Kate. Kate hat von Sarah die Schlüssel zur Wohnung bekommen. Deshalb begeht sie hier rechtlich gesehen keinen Einbruch. Die Zahnbürste darf sie natürlich nicht einfach so mitnehmen. Das ist streng genommen Diebstahl. Aber wegen des geringen Wertes würde so eine Tat nicht weiter verfolgt werden. Ist das die Wohnung zu dem Auftrag? Ja. Alles klar. Dann komme ich jetzt zu dir ins Krankenhaus. Cool, bis gleich. Ciao. Kommen Sie rein. Dankeschön. Wollen Sie noch irgendwas trinken? Nee, danke. Ich fange mal lieber gleich an. Dann haben wir schneller hinter uns. Okay, je schneller, desto besser. Alles klar.
Sarah. Na? Na, lange nicht gesehen. Die hätte ich gar nicht gerechnet. Okay, komm, übertreib jetzt nicht. Stell mich doch nicht ran. Hallo! Baby. Das reicht. Baby. Das reicht, John. Beruhig dich. Um was geht's denn? Naja, ich wollte ja mit dir reden. Ja, am Telefon hast du gesagt, das wäre so dringend. Ja, ist es auch. Ist auch mega kompliziert. Im Endeffekt habe ich ein Kind und mein Freund glaubt nicht, dass es von ihm ist. Er denkt nämlich, es ist von dir. Das hier? Ja. Oh mein Gott. Das ist meine Tochter. Was? Meine Tochter? Oh mein Gott. Was ist denn mit dir los? Herr, sei gepriesen. Nur du kannst solche Wunder erbringen. Ist es gerade dein Ernst? Ich hab es doch gewusst. John, hallo? Ab jetzt bin ich Daddy John. Daddy John. Oh, Herr. Herr, sei gepriesen. Ist es dein Ernst? Du hast mir eine Tochter gebracht. Oh, Herr. John, hallo. Nur du. Sarah, wie konntest du mir nur fremd gehen? Vor allem mit diesen Typen. Übertreib doch jetzt nicht, Lukas. Was, übertreiben? Weißt du, was ich ganz... Ich hab all die Jahre alles für dich gemacht. Mann, Lukas, beruhig dich doch jetzt. Ist hey, Junge, schrei nicht so rum. Ja, mein Tochter. Was war auch mein Freund? Hallo. Lukas, was hast du gemacht? Ist mir scheißegal. Okay? Du kannst mir am Arsch lecken, Sarah. Wolltest du? Ach, ich glaube, du brauchst ein paar... Oh, hier. Oh, ich habe hier auch noch eins. Hier. Oh mein Gott, es tut mir echt leid. Oh, Scheiße. Voll getroffen, Mann. Könnten Sie vielleicht daraus einen Vaterschaftstest machen, genauso wie mit der Zahnbürste vor ein paar Tagen? Ja, also da ist definitiv genug Blut drauf. Damit kann man schon einen Vaterschaftstest machen. Aber Sie sind das zweite Mal schon hier. Wissen Sie denn gar nicht, wer der Vater ist? Natürlich weiß ich, wer der Vater ist. Bloß er will mir ja nicht glauben, dass er der Vater ist. Deswegen brauche ich ja den Beweis. Okay. Also ich kann Ihnen anbieten, dass wir das als Expressverfahren losschicken. Dann haben Sie es übermorgen gleich mit dem anderen Ergebnis auch parat. Okay. Das Expressverfahren ist eigentlich teurer, aber weil Sie es sind, machen wir es für den gleichen Preis. Vielen Dank. Gerne. Auf Wiedersehen.